Und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Drachenkönigin 1000 und hier zu Dragon City. Ja, was sehe ich denn da? Neue Gestaltung bei dem Ladebildschirm. Ein neues Heldenring und da steht Leighton. Oh. Der Drache sieht ja richtig cool aus. Ja, es startete mich heute ein Heldenrennen und ich bin total, ich war sehr schlau. Ich habe einen Drachen gekauft, aber darf nicht den Affendrachen gekriegt. Nein, Sabi, soll ich das alles, weggemacht. Oh Mann. Das ist jetzt nicht gut. Der hat sich jetzt irgendwie aufgefangen. Hallo? Hallo? Ah, geht doch. Gut. Hier, Jubiläumsbelohnung. Wir haben besondere Heldenrennpreise zur Feier unserer 4 Jubiläums. Wähle jetzt den Button, um alle wichtigsten Infos zu erhalten. Ja. Okay. Wenn ich jetzt da drauf gehe? Ah. Hier. Hol dir den neuen hohen Amuka-Drachen. Dies ist ein ehemaliges Rennen. Erreiche Runde 15 oder gewinne das Rennen, um den exklusiven hohen Amuka-Drachen zusätzlich Belohnungen zu erhalten. Runde 15? Wer schafft denn schon sowas? Naja, erstmal kriegen wir zack, 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 zack. Denn ich habe mir einen Drachen noch schnell gekauft, bevor neue Drachen von der Woche kamen. Von einem, je nachdem. Und ja, ich zeige euch nicht nur das Heldenrennen, sondern viel mehr. Ich zeige euch noch einen Drachen. Und natürlich noch ein Turnier. Aber erstmal jetzt das hier. Der hat fertig trainiert. Jubi! Wer macht denn jetzt? Ich würde sagen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der Carlo muss, glaube ich, ran. Müssen die doch irgendwie alle ran. Also. Ja. Den Drache brauche ich nicht, sondern den. Als erstes machen wir den neuen Drachen, und zwar den dunklen Perlendrachen, den ich bekommen noch habe. Je nachdem. Ich platziere ihn hier. Der ist voll cool. Der sieht verdammt episch aus. Ich finde ihn richtig geil. Ich habe leider nicht den Affendrachen bekommen. Ich hätte ihn mir kaufen sollen, aber ich war so doof. Entschuldigung, ich war es wirklich so. Ich war ganz klasse. Naja, ich habe jemand anders mir geholt, gekauft. Und zwar, Leute, habe ich mir den Elementdrachen ge. Der braucht doch jetzt nicht ernsthaft so lange, oder? Naja gut, in der Zwischenzeit gucken wir uns das Heldenrennen an. Mach ich ein bisschen lauter. Ja. Yeah. Wow. Holy shit. Oh mein Gott. Die drehen richtig durch. Jetzt allererstes natürlich erkläre ich euch das nochmal. So, lese ich euch das ganz kurz mal vor. Also wird die Folge episch und legendär und vielleicht ein bisschen länger, also, ne? Wundert euch nicht. So. Willkommen bei den Heldenrennen. Ein Heldenrennen ist die einzigste Möglichkeit, Drachen der Seltenheit heroisch zu halten. Die neueste und beste Seltenheit von allen. Gewinne das Rennen und hol dir einen von ihnen. Ja? Spezielle Seltenheit heroisch.
Heroisch ist die beste Seltenheit. Diese Drachen sind stärker und haben eine eigene spezielle Aura. Hier seht ihr schon C, Common, dann R, Rari, dann FR, Very Rari, dann E, Epic, dann L, Legendary und dann H, Heroic. So, tritt im Rennen gegen echte Spieler an. Schließt die Mission ab, um im Rennen gegen andere Drachenmeister voranzukommen. Hier seht ihr das. Mit den Juwelen kann man da sich da so die Sachen kaufen, sozusagen. Sammle Gegenstände, um voranzukommen. Führe Aktionen im Spiel aus, um voranzukommen. Und lass dich von deinen Rivalen nicht überholen. Hier seht ihr das. Man kann so Futter sammeln, dann kriegt man. Ne, das steht dann halt da am. Da oben. Das ist halt so abgebildet und direkt daneben, da oben drüber quasi, steht das dann und dann steht er an der Seite, an der rechten Seite steht dann halt noch wie viel. Schalte die Preise frei. Gib dein Bestes, um die erforderliche Runde zu erreichen, wenn du die Preise erhalten willst. Reach, Lape, 5 to qualify. Ich kann nicht ganz gut. Hier seht ihr es auch an einem Beispiel. Das kann man jetzt ganz schlecht erkennen. Also die Non-Quali-Players, die sind nicht qualifiziert. Das heißt, sie bekommen nicht diese Drachen. Und die bekommen die bei Runde 5. Wenn man Runde 5 beendet hat, hat man es. Also wenn man bei dem Start-Dings da Signal drauf ist und hast du 5. Runde beendet, dann hast du es geschafft. Ist gut. Streng dich an für die besten Belohnungen. Preise sind abhängig von deiner Platzierung. Für den heroischen Drachen musst du den ersten Platz belegen. Hier siehst du schon erste Position, da kriegst du den Drachen und die anderen 3 Drachen. Beim zweiten und beim dritten kriegst du die 3 Drachen und beim vierten bis zum 8. Platz kriegst du 2 Drachen und 25 Edelsteine. So, das ist der Drache. Hoher Amuga-Drache. Er sieht verdammt episch aus. Heroische Drachen entwickeln sich auf Stufe 10 zu einem jungen Drachen und werden auf Stufe 20 erwachsen. Der Amuga-Drache begann vor langer Zeit damit, bei jeder gewonnenen Karate-Weltmeisterschaft Kugeln zu sammeln. Jetzt hat er so viele Kugeln, dass er sich aus ihnen eine Halskette erstellen konnte. Darum ist er nun als hoher Amuga-Drachen bekannt. Aha! Und 3 Drachen, den einen Drachen habe ich sowieso, also egal. Und zwar kriegt man dann den Albtraumdrachen. Den habe ich ja eh, den habe ich bei der Vampirinsel bekommen. Dann bekommt man den Scheiterhaufendrachen, den habe ich leider nicht. Verdammt episch. Und hier den Meeresbodendrachen. Ein richtig geiles Heldenrennen. Danke Dragon City, habt ihr richtig gut gemacht. Ich würde sagen, das beste Heldenrennen von allen, ja gut, einer der besten auf jeden Fall. Ihr seht schon, die machen richtig Krawall. Die wollen anscheinend das gewinnen. Ich bin Platz 7. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Egal. So, schauen wir uns erstmal hier. Bist du falsch? Nein. Hier. Da ist er, der dunkle Perlendrache. Episch. Ja, da haben wir schon lange gebraucht. Na, warte, Leute, wir können den Drachen hier füttern. Tada! Und somit können wir das Turnier weitermachen. Das Turnier kann ich nicht mehr weitermachen. Ich kann mal gucken. Aber das Turnier, das Planetenturnier, können wir endlich beenden. Dann nehmen wir zack. Zack. Und zack, das machen wir eben. Ich mache jetzt keinen Drache-Kampf in der Liga, sondern kämpfe hier. Wahrscheinlich seht ihr dann nachher noch einen Drachenkampf, weil wir dann beim nächsten Pokal beginnen. Ich mache jetzt mal Astro-Schlag. Ich hoffe mal, das wirkt. Denn der vielen Sachen bin ich nicht so ganz sicher, was wirkt. Das war jetzt gut. Natürlich dann den Saturn-Drachen, den wir auch bekommen werden. Den ich richtig cool finde. Den ich auch bei der letzten, mein voriges Spiel, Dings auf mein anderes Handy. Kann ich leider nicht mehr benutzen. Hatte ich den.
Hatte sogar den Superstar-Drachen. Und hier, Glückwunsch, du hast Folgendes erhalten. Planetenpokal. Und du hast Saturn-Drachen erhalten. Nice. Und jetzt den Genie-Pokal können wir machen. Ich würde sagen, wir machen wir eben jetzt noch. Danach schauen wir uns den Elementdrachen an und danach würde ich sagen, ist das Video schon vorbei. Lichtstern, komm. Ich muss noch einige Drachen auch höher stufen. Den Dunkel-Elf-Drachen? Nice! Der ist richtig cool, den finde ich richtig geil. Ja, als ob, natürlich, klar. Wenn bei dem Drachen jetzt auch noch so eine richtig die Schwachstelle rauskommt, bin ich gespannt. Ah, nee, sogar noch nicht. Na gut, okay. Dann schauen wir uns jetzt erst noch den Elementdrachen an und dann auch würde ich sagen. Hier ist er. Ich habe ihn schon seit langem gewünscht. Endlich der Elementdrachen. Oh, ich kann es kaum erwarten. Das ist natürlich das Dümmste, was jemals passieren kann. Aber gut, der passt dahin. Zack, der Elementdrachen. Und tada! Glückwunsch, du hast den Elementdrachen bekommen. Dann kann ich auch schwupps hier. Oh, nice, ich habe einen richtig geilen. Ich habe von den beiden habe ich einen richtig geilen Drachen bekommen. Welchen ist das denn? Oh, ich will das nicht gucken. Oh, reiner Elektrodrache. Naja, gut. Kommen wir eben hier, damit das nicht mehr da drin ist. Ah, da ist er. Der reine Elementdrache. Gut, dann schauen wir uns mal die beiden an. Als allererstes schauen wir uns den dunklen Perlendrachen. Tut mir leid, ich nenne den erstmal, nee. Und wir füttern den erstmal auf Stufe. Auf diese Stufe. Nice, er sieht richtig episch aus. Danach füttern wir auf die nächste Stufe. Auf die letzte Stufe. Und jetzt sieht er so aus. Ich finde, er sieht richtig geil aus. Auch mit dem Schiff da drauf, das ist ja richtig geil. Zack, so, das reicht jetzt. Und jetzt machen wir den Elementdrachen. Hey, das ist ja richtig geil. Lol. Er sieht verdammt episch aus. Und die letzte Stufe, da sieht er richtig geil aus. Pass auf. Und jetzt. Da sieht er so aus. Geil, ich habe ihn schon echt oft gewünscht, dass ich den eigentlich mal hätte. Und jetzt war der eigentlich im Drachenangebot für nur 50. Oh. Für nur 50 Juwelen und ich hatte über 50 und ich habe mir den dann gekauft und dann hatte ich keinen mehr, um den anderen Drachen zu bekommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt unbedingt in die Kommentare, wie ihr das so findet, wie ich das besser machen kann und ja, da sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao. Ups, tschüss.